So, Freunde, recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Witcher 3 Wild Hunt. Wir sind mit Ciri unterwegs und sollen jetzt einige Geräte erledigen. Ich soll sagen, wir killen erstmal ein paar Wölfe, ne? Hui! Ich mag den Move, aber er irritiert mich immer ein bisschen. Das ist ein schwieriges Thema, dieser Move. Aua. Nee, das lassen wir mal. Ich hab ja mal. Okay, ich würde sagen, erstmal bitte auf die, die schon geschwächt sind. Damit die mir nicht zu sehr auf den Sack gehen können. Das wäre doch meine ausgezeichnete Idee. Ich glaube, das Spiel ist gerade so laut, dass man mich nicht versteht, aber es ist mir egal. Wenn Siri spricht. Vielleicht auch noch so ein bisschen so. Als würdest du gerade weinen. Ich weiß auch nicht. So, Hundspetersilie. Was ist denn jetzt Hundspetersilie? Wenn ich mal fragen darf. Ah. Vermutlich Petersilie. Aus Hunden. Sometimes they send their children. Sometimes they go themselves. Do they return? No. Why would they? They've plenty to eat where the path ends. Ich kenne hier dezente Hänsel und Gretel-Referenzen. Was ist denn hier? Das ist Distelzweig. Ah, da hinten ist ein Punkt, ne? Wahrscheinlich. Aber das war ja eigentlich die Alde. Die Alde namens Greta, Gretka, Gretka. Ist irgendwie bei der Geburtsurkunde. Alter! Bei der Geburtsurkunde, Urkurzbekunde, wollte ich gerade sagen. Bei der. Ich gebe auf. Bei der Geburtsurkunde irgendwie ein K mit reingerutscht. So, jetzt war der Witz natürlich absolut unlustig, weil ich ihn einfach komplett zerstört habe. Aber egal. Hey, das ist hier Hundskacke, oder? Ja. So, sehr schön. Oh. Alright. I have everything. Now for a spot where I can build a fire and brew the oil in peace. What you doing? Greasing my blade. There. We'll see just how effective Uncle Vesemir's formulae are. Okay. Habe ich denn jetzt im Inventar oder hat es direkt draufgeklatscht? Jetzt direkt draufgeklatscht, richtig? Ich glaube schon. Miau. Macht Spaß. Ich würde gerne die ganze Zeit Ciri spielen. Hätte man quasi von Anfang an die Wahl gehabt, sie oder Geralt zu spielen, hätte ich Ciri genommen. Aber wenn man die Wahl in Videospielen zwischen Mann und Frau, dann nimmt man halt einfach die Frau, ja? Das ist einfach ein ungeschriebenes Gesetz, seitdem man in der Pubertät war. Aber früher habe ich immer Männer gespielt. Auch in meiner Let's Plays noch, wenn ich so an Mass Effect also denke, aber mittlerweile nicht mehr. Ich will hier mal eben vorbeischauen, wenn ich mal darf. If this is allowed to me. Aber ich weiß, dass ich eh nichts erkunden kann, aber naja, doch. Kann zumindest ein bisschen verstückelte Pferde-Fragezeichen angucken. Ich weiß nicht, was das mal war, um ehrlich zu sein. Aber macht ja nichts. Brauchen wir eh nicht mehr. Da war ein Hase. Was macht er? Oh. Das ist eine Höhle. It's a bit dark. Afraid? Are you? No. Scheiße, ich hab bestimmt noch weiter geredet. What? The Wolf King, now do you believe me? I do. Hide! Okay, ich habe schon Erfahrung mit Werwölfen, nicht wahr? Grüße gehen raus an die eine Quest, die ich noch nicht schaffen konnte. Dreckskacke. Alter. Da wollen wir das Gefühl, ihre Angriffe auf X dauern länger als auf Y, aber auf Y ist auch irgendwie böse. Alles scheiße.
Oh oh. Fuck you. Ich sterb nicht. So. Wie er noch aufgeploppt ist. Geil. Oh. You really give him a trumpet. Never seen anything like it. Girl, you can come out now. Come on. You're lucky we came this way. Found someone far less fortunate in the forest. Aaron, must be. We was returning from Midcops when the brute attacked. I managed to flee, but Yaren, the little one. No details. You have bandages at home. Some spirit? He laid a claw or two on me, unfortunately. Well, I've not, miss, but my lord, he's a powerful man. He's sure to help you. Might even reward you for cutting the werewolf down. Very well. Lead us to your lord. Just who do you think you brought me, man? That's not me daughter. And the little one? Neither, dammit! I think I'd know my own child. Well, might not be yours, the older one, but you've got to admit the likeness. That's downright striking. So, any chance for that reward? You'll not see one fucking copper. Get out before I set my hounds on you. So, stew any good? Very. Thank you. I'd not eaten in... Clear to see. I'm pleased you like it. Had them prepare a bath for you once you've eaten. And you could do with some sleep. Gretka in the nook behind the hearth. You in the guest room opposite the kitchen. Thank you. I... Shh. Eat now. We'll speak once you've rested. So I ordered my men to watch her, and left her to rest. And? Ah, a topic for another time. The little girl who showed up here with Ciri, what happened to her? Gretka. She's safe and sound. Helps out in the kitchen. Ciri told me of the girl's parents, what they decided. So I decided not to send the lass home. She's fed here. A roof over a warm corner she calls her own. She wants for nothing. What happened to Ciri? I've told you already. A topic for another time. I need to find her. Understand? I need every last bit of information available. I understand. But you see, it so happens my wife and daughter are missing as well. I propose an exchange. Find my loved ones, and I shall tell you about the girl you seek. All I know. Thing is, can I trust you? What guarantees do I have? None whatsoever. Only my word. Ach komm. Fine. I'll help you. I'll find your family, but then you'll give me every bit of information you have. You have my word. Guard! This man's under my protection. No one's to bother him in any way. Don't stare. I've not grown horns. Treat it as a token of my good faith. When do you see them last? They vanished after the new moon. As if whisked away by shadows. What do you mean, vanished? Precisely that. I awoke one morn to find them gone.
can't start searching till I know what they look like. Tamara, my daughter, turned 19 in the spring. Slender lass, about yay tall, comes up to my shoulders. Beautiful eyes, green like her mother's. My wife, Anna, has 2 score winters behind her that she'd never admit it. Dark hair, thick as tar, keeps it tied up in a bun. Waren kurz die Zahlen. You try to search for them? Sent men out right away, but they're not suited to it. It's one thing to rip up floorboards in search of a peasant's last sack of grain. Finding a living person, they just don't know how. Besides, Velen's naught but swamps and marshy woodland. Plenty of hard to find nooks. If you're looking to hide someone, this is the place. Maybe they were kidnapped. Got any enemies? None worth mentioning. Worthless little pricks and angry peasants is all. None would dare raise a finger against my family. Any who might have, they've been eating dirt long since. Anything unusual happened before they disappeared? They act differently, do anything strange? Unusual? No. Well, not long ago, peasants came to complain that a beast had ravaged a woman by the well, devoured another lass before her. Common occurrences in Velen. And my women, Anna, quiet as a mouse as ever, and Tamara, occupied with her things, nothing unusual. I'll need to know a lot more than that. Can I see their rooms? What for? I need clues. Anything to latch onto. I'll not let a stranger pour through their belongings. Want me to find them or not? I do. Then let me work. Fine. But I shall go with you. The doors are locked. Wenn du Öl auf dein Schwert aufträgst, wird dadurch der bei einem bestimmten Gegner verursachte Schaden erhöht. Wir sind da, um Öle, mein Öl anzuwenden. Okay. Können wir mal gucken. Kann ich hier irgendwo, ne? Absurde, genau, Öle. Sehr schön. Warum steht da eine 1 hinter? Aber weil ich gerade 1 machen kann. Verfluchten Öl. Gegen verfluchte Bestien, Nekrophagen, Humanoide, Geister. Cool. Ach komm, wenn man hat, dann hat man, ne? So, kann ich hier noch ein bisschen looten? Ein bisschen den Baron bestehlen? Mein Gott. Chris Zimmer. Ach, Siri Zimmer. Ich hab Chris gelesen, dachte mir, wer ist denn Chris? Hilfe. Bin so dumm. Nilfgaardische Forderungen. Oh, Philipp Stranger. Warte mal, den kenn ich auch noch. Der wurde irgendwo in Witcher 3 schon erwähnt, glaube ich. Aber irgendwie kam mir auch bekannt vor. Interessiert mich nicht. Juckt mich nicht. So. Können wir mal Witcher Sense aktivieren, ne? Dann passiert hier vielleicht auch was. Aber ich kann den Baron nicht ausrauben. Das ist sehr schade. Was? When she was a babe, my daughter loved animals. Saw a deer trophy on a wall once. Did I what she asked? Haven't got a clue. Papa, is that deer's wump on the other side of the wall? You see it there? What's a trophy? I pity any bastard who's hurt her. I'll flay him alive. Here it is. Damn it! Jammed again. Bedchamber. Tamara's room is there. Okay, dann machen wir mal. For their return, I want everything to be as they left it. Während er das sagt, habe ich schon was geklaut. Sehr schön. Okay, yo, dann schauen wir mal, ne? Gucken wir uns einmal die Bong hier an. Das ist ja scheinbar eine Bong. Candlestick. Stem's broken. Mein Schaft ist auch gebrochen.
Okay, lassen wir die verstörenden Dinge. Oh, der wird mich hassen, dass ich die Sachen klaue, ne? Was? Das Gerät ist gerade... Das Medaillon-Gerät hat, glaube ich, gerade irgendwas gemacht. Fresh flowers. He expects them to return any minute. Takes hope. Oh oh. Sowas habe ich immer Angst, dass vielleicht, ne? Ach, was genau da hier nochmal? Walls different color. Something used to hang here. That painting? Right size. Welches Painting? Seht ihr irgendwo eins? Das da? Walls a different color. Something used to hang here. Ups. That painting? Right size. Tatsächlich das. The Baron and his wife. Look happy enough. What's this? Ah, gotta wonder who wanted to hide the hole. And what's on the other side. It gets interesting. Piece of wood looks like the stem of that candlestick. No coincidence there. Fight might have happened here. I'll look for clues. Oh, ist das mysteriös, wenn ich das mal so sagen darf. Da ist hier mal Ruhe, ne? Da hing mal was, habe ich gehört. Oh. Huh. Rest of the candlestick and wine stains. Somebody smashed a bottle. From Toussaint. Yeah, Ervolus. Scent hasn't died. Wonder where it'll lead me. Oh. Damn, trail breaks off. Could find something else though. Talisman. Spruce wood. Smells of juniper incense. Some sort of folk talisman, protective. Question is, against what? Won't find much else here. Okay. Hi. Und wer furzt da rum? Don't poking around. Recognize this amulet? Yes. Anna began wearing it a time ago. Any idea where she got it? None. Any witches or cunning women in the area? A Pella? Old Coot lives near Blackbow. And there's a cunning woman in Midcops, but I know little about her. She's only recently arrived. If Anna were to see someone, she'd choose the Pella, not the woman. Anna was wary of strangers, newcomers. Ought to have a chat with this Peller. Fair warning, he's a hard man to talk to. Rumor has it he killed his own father with an axe as a lad, then went batty. Now they say he sees ghosts and plows his goat. Not really interested in his hobbies. Just want to ask about the amulet. Okay, aber wir müssen noch das andere Zimmer durchsuchen. Sind da keine Quests von? Was soll ich nicht? Ich raus, ob sie hier nicht. Achso. Achso, das ist noch. Ah ja, okay. Hochkommen. Aha. Muss den anderen Raum jetzt gar nicht durchsuchen. Ich mach das trotzdem einfach mal. Wahrscheinlich wäre hier gar nichts gewesen. Oh. Incense. And an old key. Wonder what it unlocks. Oder auch nicht. Anise. Sandalwood. And something else. Saffron. Ah.
Jetzt dann, achso, okay. Brief an Tamara. Also an die Mutti. Wir sind eher wie eine Familie, wir unterstützen einander. Wir helfen uns, schwere Momente durch die mit der Vergangenheit zurechtzukommen. Denn eine Vergangenheit hat jeder von uns. Du musst dir also keine Gedanken machen, dass jemand in deiner herumstochern könnte. Wir haben eine Regel. Nie mehr erfragen, als jemand von selbst preisgibt. Die Vergangenheit zählt nicht bei uns, nur die Zukunft. Unser gemeinsamer Kampf gegen das Böse und die Verderbtheit gegen Perversion und verabscheuungswürdige Praktiken aller Art. Okay, wie eine Familie stand da. Das ist schon mal interessant. Okay, aber ich gucke mich hier trotzdem nochmal eben fertig um, wenn ich darf. Wenn man mir das erlaubt. Damn ugly for a doll. The kind you'd stick with pins to hurt someone. Nennt man Voodoo. Naschwerk. Lecker. Aber interessant, dass die Quest irgendwie schon fertig war, aber ich kann trotzdem noch was machen hier. Aber es... Ah, okay, das führt... Nee, doch nicht. Führt nicht zum Gleichen. Pam, param. Pam, pam, param. Was ist eigentlich falsch mit dem? Pam, da konnte ich gerade auch vielleicht rein. Muss ich da mal gucken. Du. Ich kann nicht so viel looten, so viel tun. Ah, da war der Key. An altar. So, the eternal fires made it to Velen. Okay, das war es jetzt aber scheinbar. Ein Gebet. Ewiges Feuer, das zu unsere Herzen erleuchtet und uns Licht schenkst. Gib uns deine Wärme, trockne unsere Tränen, verbrenne unsere Feinde. Wehre deinen Freunden deinen Schutz. Gib meiner Mutter Gesundheit. Bestrafe meinen Vater. Hilf mir, mein Schicksal zu erfüllen. Bestrafe meinen Vater. Okay. Interessant. Welche mystische Paste nehme ich gerne? Genauso wie Zwergenschnaps. Ach komm. Drogenfläschchen wie bei South Park. Ja, leere Flasche, das habe ich mir vorgestellt. Mein Gott, man kann hier so viel looten, ne? Das ist echt der Wahnsinn. Es ist der absolute Wahnsinn. Okay, darf ich hier eigentlich überall rein? Ich weiß nicht so ganz, was ich davon halten soll. Was so erlaubt ist, was ich hier tue. Aber solange mich niemand verkloppt, wird alles gut sein. Bist du da für einer? Ach, das ist der Dude, ne? Der, ja, Ciri und die andere zurückgebracht haben. Lustig. Okay, ich will mal eben ganz schnell einmal eine Runde nach oben. Hier konnte ich auch noch rein. Ja, Rumpfurz. Oh, der Baron steht hier. Achso, das war der Raum. Okay, aber ich rede trotzdem noch. Ich rede gerade noch mal von ihm. Vielleicht hat er was zu sagen. I'm listening. What do you come to me with? Bin wie Gwent. Oh. Can't help wondering why you made a deal with the Nilfgaardians. What could I do? Cast myself at them and die a hero? Fuck a hero's death. Fuck death. Rather live as a traitor. Ere long, none will remember it. Temeria is no more. There's naught left to betray. The local Nilfgaardian garrison doesn't look that strong. What of it? Even were I to attack, cut them down to a man, others will come soon. Black ones will flood this land, take control before long. Sure as we've all got arseholes, they will. Wollen wir eine Runde Gwent spielen? Ach komm, warum nicht? Ever play Gwent? I do. And what's more, I usually win. If you've a deck, sit down. Outplay me. And I'll give you one of my unique cards.
use that for enticement. Let's lay him down. Ah, mal gucken, ob ich jetzt klug genug bin für das Spiel. So, wie war das jetzt nochmal? Oh Gott. Das ist Scheißkarten. Irgendwie Anführer wechseln. Achso. Irgendwie verstehe ich halt diese, Ups. Ding aber noch nicht. Irgendwie habe ich ja. Ah, die Karten verwirren mich. Achso! Geh noch weiter hier. Wie ist es mit Karten ablegen? Wenn ich jetzt eine Karte ablege. Oh. Ups. Naja. Ich füge einfach alle rein. Warum nicht? Oder was? Lieber mehr haben? Ich verstehe nicht, was jetzt der Nachteil sein soll. Fang einfach mal an. Scheiß drauf. Ja, eine Karte ab und zieh dafür eine neue. Klick einfach mal die ab und noch eine Statuskarte. Gebe Effekte auf, ja, das ist natürlich cool. Legen wir eine davon weg. So. Mal gucken, was passiert. Ich bin halt immer noch ein bisschen zu blöd für Gwent, aber wir kriegen das schon hin. Ja, meine Taktik würde es sein, erstmal jetzt die einfachen Karten zu spielen. Ja, komm. Gucken wir mal. Beziehungsweise, ja. Okay. Ich will gerade nicht mal gucken, was das für ein Effekt ist. Lege diese Karte neben eine Karte mit demselben Namen, um die Stärke beider Karten zu verdoppeln. Namen? Luxus habe ich leider nicht. Eigentlich gesagt, dass ich erstmal die leichten Karten loswerden würde. Im Idealfall würde ich ihn auch gerne noch zu ein paar mehr stärkeren locken. Ach, ich bin auch immer noch zu blöd für das Spiel. So, wie mache ich? Pass mal auf, ich drücke jetzt einfach mal passen, ja? Gerade habe ich ja mehr als er, aber er hat mir jetzt eine Karte zugesteckt und wenn die jetzt zurückkommen, dann ist weak, ne? Jetzt bin ich gerade bei 15. Oh, jetzt kriegt er ordentlich. Alles gut, jetzt hat er zumindest ein paar blöde Karten verloren, wahrscheinlich. Fähigkeiten geringer, weil sonst ist ja noch. So schnell kann ich nicht lesen. Das kann ich auch. Okay, jetzt muss ich ja sowieso gewinnen, ne? Von daher, bam. Alle draus wichsen, was ich hab. Ich hab hier die gleichen Pläne, Kollege. Komm, wir spielen einfach denselben Scheiß immer wieder. Kira Metz. Alles Kira Metz? Lol. Wähle eine Karte aus einem Ablagestapel, keine Helden oder andere Karten, spiele sie sofort aus. Cool! Mal gucken. Nehmen wir doch einfach die stärkste, ne? Fürs Stannis. Genau auch noch. Lord Penis, genau, so wurde er mal genannt.
möchte gerne meinen Spion zurück. Ich verstehe es mit diesem komischen Spion da immer noch nicht. Aber da steht er ja bestimmt, ne? Lese gerade auf Sache deines Gegners. Sie wird auf die gesamte Energie anrechnen und ziehe 2 Karten vom Nachziehstapel. Achso. Was? Aha. So, irgendwie ja nicht. Ich bin echt ein bisschen verwirrt. Es tut mir auch wirklich leid. Der Gegner passt ja easy. Dann lege ich jetzt nochmal. Ja, wie ist denn das jetzt, wenn ich jetzt. Jetzt den lege, sind wir beide auf 23, ne? Komm, ich will mal gucken, was bei Gleichstand passiert. Ich weiß nicht, vielleicht kriege ich auch meinen Spion nochmal zurück. Ich kann nochmal spielen. Das Spiel verwirrt mich, Entschuldigung. Nee, ist doch jetzt okay hier. Komm zurück zu mir, komischer Spion. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Wir machen jetzt einfach. Endet unentschieden. Ah, okay, dann verlieren beide ein. Gut. Wollte ich dann auch mal im gleichen Zuge rausfinden. You're not complete shite, but you really should work on your technique. Stop by again sometime, we'll play another round. Ja, ja, irgendwann mal. Jetzt nicht. Ach, ich glaube, Gwent werde ich im Spiel eh nicht viel spielen, ganz ehrlich. Ist nicht so meins. Bin ich ein bisschen zu dumm für. Ich check das aber mit den Spionen nicht. Also irgendwie direkt kann ich dann 2 weitere legen, aber irgendwie konnte ich das ja eben nicht. Keine Ahnung. Vielleicht habe ich es verkackt. Vielleicht hätte ich einfach den Stapel anklicken müssen. Weiß es nicht. Dann macht die das ja eigentlich recht Sinn, ne? Dass man dann quasi so Vorteil hat, man kann direkt 3 Karten quasi legen. Aber der Nachteil, der Gegner kriegt auch eine. So, ich wollte jetzt mal gucken. Nämlich, Ciris Zimmer, tatsächlich. Und so ein Zimmer, in dem Ciri aufkam, damit wir dann Hexer sind. Oh Gott, die ganzen Quests hier, der kriegt wieder zu viel, ne? Na gut. Ist das nicht der? Ah, ne, doch nicht. So Ciri was hier. A spinning top. Gritka's toy. Cool. Geh zur Küche und sprich mit Bla. Das geht auch. Ciri must have used these. Looks like she left in a hurry. Lager. Du kannst Waffen, Rüstung und Gerümpel zu sichern in deinem Lager aufbewahren, wo sie nicht gestohlen werden oder sonst wie verschwinden können. Du kannst verschiedene Orten auf der Welt auf deine Lager zugreifen. Gegenstände, die an einem Ort in deinem Lager liegen, sind auch an anderen Orten verfügbar. Orte, in denen du auf dein Lager zugreifen kannst, sind permanent auf der Karte eingetragen. Hat er auch schon nach dem Blasymbol. Was ist das für ein komisches Zeichen da? Verstehe ich nicht. Naja. Die natürliche Unklarheit von Flüchen. The natural obscurity of curses by Lydia van Bredevoort. Where did Ciri get this? An meine lieben Freunde Philipp und Anna von Graf Laguevre, Kulturminister des Königreichs Temeriens, Visima 1265. Wer dabei, dass sich in Flüchen ausschließlich die bösen Absichten eines Wesens einem anderen gegenüber manifestieren, der irrt sich gewaltig. So sind Berichte über unfreiwillige Verfluchungen der eigenen Person sowie von Objekten in der Umgebung erschreckend verbreitet. Die Konsequenzen sind schwer vorherzusagen. In vielen Fällen sind sie gravierend und können sogar den Tod desjenigen bedeuten, der vom Fluch getroffen wurde oder Zeit mit den verfluchten Objekten verbringen. Daher ist es so wichtig, möglichst sorgfältige Schutzmaßnahmen gegen Flüche zu treffen. Als absolutes Minimum empfiehlt Madame Amelia Vera Cruz Leon, was ist das für ein komischer Name, Reinigung von allen negativen Gedanken, Anstreben von Eins Sein mit der Welt, Erreichen von Harmonie zwischen Körper und Geist. A dedication to the Baron and his wife. Seems they had friends in high places in Visima. Sieht so aus, wenn es jetzt hier schon gewesen ist. Okay, wir können nicht mehr, ich habe sowieso so viel Rüstung, ne? Die muss ich irgendwie mal loswerden. Aber die verarbeite ich lieber dann. Ja, das ist ja, das nimmt halt eh keinen Platz weg, ne? Warum sollte ich die weglegen, so?
Sonstiges vor allem. Da ist halt der ganze Scheiß drin, ne? Nimmt das alles Gewicht weg? Tatsächlich ein bisschen. Boah, nicht alles. Ja, das zerlege ich dann halt später. Da sind so wenig Gewichte. Hier ist eh alles Nullgewicht. Lassen wir. Wenn ich aber mal voll bin, dann gehe ich in den Laden und verkaufe so ein paar Sachen lieber, statt sie zu lagern. Okay. So. Mal gucken, ob ich nur looten kann. Hihi. Oh. Hi. So you're Gretka. I am. And you're Geralt. How do you know? Because you've white hair and a medallion shaped like a wolf. Ciri told me about you. You and Ciri talked a bit, didn't you? We did. Did she say where she was going, or what she came here to look for? She said she was looking for you, and a sorceress. But you're here, so I guess she didn't find you. I wonder if she helped that friend of hers. Ciri wanted to help a friend? Any idea who it was? What do you mean, who? Her friend! She said he was in trouble and that she had to save him. Well. Do you know where Ciri is? No. One day I brought her breakfast and she was already gone. The Baron told me she'd left. Didn't ask where she'd gone? I did. But he said I was too little and I wouldn't understand. But Ciri left me a gift. A gift? Yes, this. A green stone. Beautiful as gifts go. Hide it well, don't show it to anyone. It's worth a lot. Look familiar? My top! Where'd you find it? Ciri's room. We'd play in her room sometimes. I was sad one day, and Ciri carved it for me. Such a shame she had to leave. Thanks, Gretka. Have fun. I'm not playing. I'm helping. Okay. Lohnt es sich doch auch mal so eine kleine Quest zu erledigen. Ich frage mich, ob die zum Beispiel, ob so eine Quest später einfach nicht mehr verfügbar wäre. Wenn wir, naja, Ciri finden. Was ja höchstwahrscheinlich noch passieren wird. Ich bin mir nicht 100% sicher tatsächlich, aber ich gehe stark davon aus. Abgeschlödelt. Ob man dann die Quest gar nicht mehr hätte? Wahrscheinlich schon. So, jetzt müssen wir mal ganz Wichtiges machen, ja? Warum wir jetzt auf Quest gegangen sind, weiß ich selber nicht so genau. Anwenden der Anfang des Pfades markiert. Ne, wir wollten jetzt eigentlich erstmal das machen, würde ich sagen, oder? Suche Triss in ihrem Haus. Nebenquests. Könnte ich jetzt sogar machen. Besiegen wir bekommen. Ey, das ist nur eine Stufe entfernt, ne? Das muss man eigentlich echt mal schaffen. Oh. Sind auch noch einige, die ich machen kann, aber es sind auch alles sehr kranke Sachen. Stimmt, die Schatzsuche, die wollte ich ja machen. Aber auch Stufe 18. Weil hier die Greifenschuhenausrüstung ist es, glaube ich, ne? Abgeschlödelt. Haben wir auch schon einige, ne? Ja, guck mal, schön. Nee, also wir haben auf jeden Fall einiges zu erledigen. Was ich jetzt aber tun wollte natürlich, wir haben einen Slot frei. Oh mein Gott. Ist jetzt die Frage, ob ich hier das Gerät ausrüste mit Täuschung, ne? Kann man halt ideal in Gesprächen einfach dann halt für die jeweilige Situation ausrüsten. Deswegen würde ich sagen, weil wir sowieso so viele Punkte haben, kaufe ich mir jetzt mal wieder was Schickes. Ihr Teil leichter aus, wenn ihr den Schaden kriegt. Nee. Was ist denn das hier alles? Amos-Bolz nur irgendwo, um so mehr Schaden. Erklärt, außer zu niedrig, kein Zeichen mit Hilfe von Energiepunkten gewirkt werden.
Kann man das hier eigentlich, oh, cool. Kann ich mir die auch schon kaufen? Essen regeneriert 20 Minuten lang die Vitalität. Was? Das ist ja mal sau-OP. Weiß nicht, ob ich da was falsch verstanden habe. Dann mal gucken, was man hier noch so hat. Mit Schaden bei Schlagenangriffen 5%. Reparieren werden Pfeile abgelenkt. Beim Ziehen mit der Armbrust wird die Zeit so. Bla. Ah, hier kriege ich die aber nicht. Okay, hier muss ich erstmal die davor. Wenn Schaden erlitten wird, ist der Adrenalinfluss um 20% verringert. Aha. Zeichen sind eh irgendwie alle müffelig. Ich hier mir auch. Ich muss stärker werden. Das Gefühl, dass ich noch viel zu schwach bin. Hm. Was hab ich denn hier eigentlich? Relikt. Aha, macht aber das gleiche. Also irgendwie, ne? Naja. Ein Zap im Ziel mit Bomben. Gourmet ist echt OP, ne? Komm, ich kauf mir den Bums einfach, ganz ehrlich. Einfach mal ausprobieren. Dann nehme ich mal Essen sammel, dann ist es doch voll OP, ohne Scheiß. Täuschung, ich kann auch Täuschung leveln, ne? Ja, da leveln, ja. Täuschung kann man halt wunderbar dann einfach austauschen, finde ich, für die entsprechenden Gespräche. Sollte ja eigentlich funktionieren, denke ich. Ja, cool. Wobei man dann natürlich auch, da wir ja eh nicht alle Tier machen können. Ich habe ja 4 Punkte zur Verfügung. Kann man ja auch einfach mal das einmal leveln, ne? Für den entsprechenden. Die entsprechende Situation dann. Ausdauerregeneration im Kampf sogar. Na, reicht das mal, ne? So, wie sieht denn das eigentlich mit... Oh, da musst du verwenden. Ja. Steht ja so mit A, wenn du das Schwert anwenden möchtest. Möchte ich jetzt eigentlich... Eigentlich will ich das gerade gar nicht, wenn das okay ist. Ich werde nicht verschwenden. Ich wollte gucken wegen der Rüstung. Die ich drin habe, ist schon die stärkste, ne? Warum steht der minus 19? Ich habe die ausgerüstet, Kollege. Ach so, ich habe eine, Entschuldigung. Noch eine bessere davon. Kann er alles weg, außer die anderen, die wollte ich ja behalten. Die, Kacke da. Ihr wisst schon, was ich meine. Die Nilfgaard-Sachen für alle Fälle. Ja. Ja, man ja eigentlich alles, ne? Ich kann mal Punkte wegmachen. Bestbücher. Einfach mal alle Punkte wegmachen. Tü-tü. Anna Stranger. Oh, des blutigen Barons. Der blutige Baron, der mysteriöse Elf. Der Weidedler. Eridin, Hendrik, Kirametz, Tamara, Stringer. Oh, ich weiß. Toll. Okay. Ja, ich weiß jetzt schon, wer das ist. Ich weiß, wie die aussieht. Triss Marigold, Cirilla. Nein, die kennen wir alle schon hier unten. Sie einfach, Cirilla heißt, machen wir immer noch ein bisschen fertig. Einfach mal Punkte wegmachen, ne? Konstrukte. Aha. Warum auch nicht? Werwölfe. Bäh. Werwölfe? Harry Potter Zitat, glaube ich. Okay, alles schön dicht machen wieder, ja. Gut, Leute, aber ich würde sagen, das war's dann auch heute irgendwie schon wieder mit der Folge.
Wir können doch mal eben ganz schnell den Laden hier verlassen. Wow, ist ja direkt hier. Ja, das war's dann irgendwie auch wieder für heute. Ich danke auf jeden Fall fürs Zusehen, ich hab's gefallen. Nächstes Mal, ja genau, gucken wir mal, dass wir hier vielleicht mal wieder ein bisschen stärkere Rüstung herstellen und vielleicht auch schon mal Anschlagbrett uns hier angucken. Und ja, vielleicht erlegen wir ein paar Nebenaufgaben, vielleicht gehen wir zur Hütte des Zweidiedlers, mal gucken. Also, ne, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!